Wir haben uns versammelt heute für die Gesundheit von Effi, ein guter Freund von allen hier und ein junger Mann, der einen kleinen Unfall gehabt hat. Und wir wissen, dass die Tora etwas sehr Mächtiges ist. Die Tora hat wirklich sehr, sehr viel Kraft. Ich habe davor gesagt, dass Bezat Hashem, dass er noch in einem Monat schon herkommt. Das war ein Fehler von mir. Ich nehme meine Worte zurück. Warum? Es steht geschrieben über Josef. Habt ihr die Geschichte mit Josef? Kennt schon jeder. Josef war im Gefängnis, in der Grube. 10 Jahre lang war er drinnen. Er war 12, aber zuerst, ich rede mal Step by Step. Er war zuerst 10 Jahre. Am 10. Jahr träumt plötzlich der Weinschenker und der Bäcker, sie träumen da Träume, er deutet ihnen die Träume ganz genau. Und dem Weinschenker, bevor er geht, sagt er ihm, und in 3 Tagen wird Paro dich aus dem Gefängnis befreien. Und Vehaya kizechartani veizkartani. Übersetzt, vergiss mich nicht und bitte erinnere meinen Namen bei Paro. Das habe ich da rausbringen sollen, weil ich wurde umsonst daher gebracht und so weiter. Jetzt, wegen diese 2 Wörter, die Josef zusätzlich gesagt hat, musste Josef noch 2 Jahre lang im Gefängnis sitzen. 2 Wörter, Zechartane und Iskartane. Wegen diese 2 Wörter musste er zusätzlich noch 2 Jahre sitzen. Ich habe bis jetzt verstanden. 2 Wörter zu viel gesagt, bleib sitzen. Ja, das hat bis jetzt, glaube ich, jeder so verstanden. Aber ich habe eine wunderschöne Erklärung dafür gesehen und das passt jetzt zu dem, was ich jetzt sage. Josef, du sagst jetzt, du stehst jetzt vor dem Weinschenker und du sagst ihm, dass in 3 Tagen wird Paro dich rausbringen. Und bitte vergiss mich nicht. Und du sagst 2 Wörter. Was war da der Fehler von Josef HaTzadik? Warum sagst du ihm jetzt, dass der Weinschenker dich in 3 Tagen, wenn er draußen ist, dass er dich vor Paro nennen soll? Es sind noch 3 Tage vor dir. Du sagst ihm jetzt, weil eigentlich, wir müssen auch nicht nur glauben an Gott, ich glaube an Gott und alles wird gut, sondern wir müssen auch unsere Mühe geben. Wir müssen von uns auch bemühen und unsere Mühe geben. Du kannst nicht sagen, ich verlasse mich auf Gott und ich sitze jetzt zu Hause und chill und Gott bringt mir nachher die Panusse. Nein, nein, du musst arbeiten. Das nicht faul sein, sondern du musst arbeiten. Jetzt. Bei Josef aber, was war? Er hat seine Mühe gegeben. Er hat 2 Wörter gesagt. Das war zu viel. Bis jetzt haben wir beantwortet immer, ja, laut seinem Niveau war das zu viel. Aber das ist noch ein bisschen, zwischen den Zeilen muss man auch noch lesen können. Und zwar, Josef, du stehst jetzt, es sind jetzt noch 3 Tage vor dir. 3 Tage, das heißt in 3 Tagen, heute ist vorbei. Morgen, übermorgen bist du draußen. Morgen, übermorgen bist du draußen, 2 Tage sind noch übrig geblieben. Josef, in diesen 2 Tagen, glaubst du nicht, dass Gott dich in diesen 2 Tagen befreien kann? Du verlässt dich doch an Gott. Aber was soll ich machen? Ja, du weißt, dass er in 3 Tagen rauskommt. Warte, bis der 3. Tag kommt. Und kurz bevor er rausgeht, dann sag ihm diese 2 Wörter. Hätte er diese 2 Wörter gesagt, kurz bevor der Weinschenker rausgekommen wäre, so wäre Josef nicht noch 2 Jahre gesessen. Was war sein Fehler? Nochmal sein Fehler. Sein Fehler, damit wir daraus lernen. Sein Fehler war, dass er zu vorzeitig den Weinschenker gebeten hat. Weil er weiß, er bleibt eh noch, diese 2 Tage wird eh noch hier bleiben. Und weil er zu vorzeitig sich auf diesen Weinschenker, auf einen Menschen verlassen hat, deswegen hat Gott gesagt, du verlässt dich auf ihn. 2 Jahre bleibst du noch weiter sitzen. Was ist die Lehre für uns? Ja, wir müssen wissen, dass Gott, die Erlösung Gottes, ist nicht etwas, das ist schon noch in einem Monat, soll dann noch, innerhalb eines Monats, ja, alles schön und gut. Aber glaubst du nicht, dass jetzt Gott das machen kann? Für Gott ist nichts unmöglich. Und wir haben das schon aus Erfahrung gesehen, Leute, die wirklich todkrank waren. Und Gott sei Dank, Baruch Hashem, dank der Tora, wirklich mit der Hilfe von der Tora, mit der Macht der Tora,
sind vollständig gesund geworden. Das sind jetzt nicht, was wir gehört haben, was wir hier in der Tempelgasse 7 live miterlebt haben. Von mehreren, nicht nur einem. Und Bezat Hashem, wir werden das noch erleben, Bezat Hashem. Wir müssen wissen, dass die Torah etwas sehr, sehr Mächtiges ist. Und egal, was du willst von Gott, wenn du dich mit der Torah beschäftigst, sag nur, wünsche nur und er wird es machen. Aber du musst auch von dir etwas sagen, dann sagen, weißt du was? Ich halte mich an der Torah. Was ist Etzraim? Baum des Lebens ist die Torah für diejenigen, die sich an sie halten. Baum des Lebens. Als Beispiel, wenn jemand jetzt mit einem Schiff irgendwo draußen am Meer war und das Sturm und Schiff ist gebrochen und er hat jetzt ein kleines Holzbrett, an dem er sich haltet. Was ist für uns dieses eine Holzbrett? Das ist für uns sein Leben. Er haltet sich an diesem Holzbrett und lässt es ja nicht los. Warum? Weil er weiß, sein Leben hängt davon ab. Wir müssen die Torah wissen, dass die Torah ist auch so ein Baum des Lebens. Und wir müssen wissen, dass wenn wir auf uns nehmen die Last der Torah, wenn wir auf uns nehmen die Torah, dass wir ständig zu den Shiurim kommen, dann jeden Wunsch, den wir haben, wird Gott uns für uns erfüllen. Und sogar, wenn wir es noch nicht gemacht haben, das heißt, wenn wir auf uns nehmen für später, zum Beispiel, es war im Talmud, er war ein böses Urteil gegenüber einer ganz großen Gemeinde und man hat gesagt, jetzt nicht nur das, sondern ihr dürft auch nicht beten, ihr dürft nicht fasten. Und die ganze Gemeinde, die haben auf sich genommen, von nun, sobald dieser Urteil zu Ende ist, werden wir fasten. Sogar, dass es für später war, hat Gott schon jetzt entschieden, okay, ich werde euch befreien. Auch jetzt zu uns. Wir, Bezat Hashem, jeder will wirklich vom ganzen Herzen, dass Bezat Hashem Refuah Shlema sein soll. Jeder will vom Ganzen, dass ihr, jetzt ist die Zeit, und es ist eine sehr kritische Zeit sogar für uns, für jeden. Ja? Ich nehme jetzt auf mich, Bezat Hashem, für seine Refuah Shlema, dass ich jedes Mal, jeder laut seinem Niveau, zweimal in der Woche zum Shiur fix komme. Ich nehme auf mich, dass ich jetzt jedes Mal einmal in der Woche zum Shiur komme. Jeder laut seinem Niveau und jetzt, wenn du jetzt nur auf dich nimmst, obwohl du jetzt nur einmal im Shur warst, dieses Aufnehmen, das hat eine Kraft, das Bezat Hashem Wunder schaffen kann. Ja? Deswegen, ich glaube, weil die Torah etwas so Wertvolles, so Starkes ist, jeder, das ist auch gut für uns, zu unserem Leben, damit auch wir Bezat Hashem auch, jeder soll auf sich nehmen jetzt, Efraim ben Yitzchak ben Sarah, auf sich nehmen, dass er ständig, jede Woche, einmal in der Woche, fix zu einem Schul kommt. Fix zu einem Schul, muss nicht unbedingt bei mir sein, egal wo, aber fixen Schul, jeder von uns muss haben, Lerefuato Bezat Hashem. Und dann werden wir sehen, dass Bezat Hashem, sogar jetzt schon, wir werden nachher irgendeine Nachricht bekommen, alles ist in Ordnung, Baruch Hashem gesund und in ein, zwei Wochen kommt der Bezat Hashem her und sagt mit uns hier Nishmat Kol Chai. Was? אפשר עוד דברים, אבל אני אומר, הכוח הכי גדול זה הכוח של התורה הקדושה. בוודאי, מצוות, כל מצווה שאדם יכול לקחת על עצמו, מצווה, אבל הכוח הכי גדול ותלמוד תורה כנגד כולם. זה שזה כוח, זה כמו שאתה לוקח עכשיו, אתה לוקח קפצונים ואתה לוקח אטום. מה יותר חזק? זה אטום, התורה זה כמו אטום. יצ. בכבוד. בעזרת השם. מי שברך אבותינו הקדושים וברך את משה בן אברהם, שבעזרת השם בזכות זה שהחבר הטוב שלנו בעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, בני ישראל ערבים זה לזה, וזין אלה, איינה איינה, אתם מבינים, וויקליך, איך בין מזיקה, אני בטוח שגם הוא עושה את זה בשבילך, אבל לכן כל אחד ואחד, זה צריך לבוא מהלב, כל אחד ואחד, ידע, זופיל הכאן, בס הכאן, אך מנס נובס קרניסיס, אך מנס ניק כאן, אבל יצס תצייד, ומביץ, פיל אוף איימל, אוף מונס אתווס נאמן, איך בי מזיקה, ניק תקלאו, איך בי מזיקה, ובדעת שמצא מזה.